Mir ging es grotzeschlecht. Ich habe geheult nachts, weil ich nicht wusste, kann ich meine Mitarbeiter bezahlen? Was mache ich mit 70.000 Tickets? Wie soll das gehen? Aber mich dann wieder auszupellen und zu sagen, es gibt Menschen, die sind jetzt gerade komplett ziellos. Aus Dankbarkeit und tiefem Wissen etwas zu ziehen. Ich habe letztes Jahr ein schamanisches Ritual gemacht, wo mir ganz klar nochmal meine Rolle auch zugewiesen wurde. Von der Lehrerin, von der schamanischen Lehrerin, die mir gesagt hat, sie hat ja die ganze Zeit von dieser Brücke gesprochen, ne? Brückenbauer sein. Du musst nicht derjenige sein, der Da Vinci zitiert. Dafür gibt es Maxim. Du musst nicht derjenige sein, der Dark Metal Musik macht. Und sei doch derjenige, der sagt, schau mal, auf der anderen Seite ist schön. Und mit der Rolle kann ich mich super identifizieren. Schaut mal, auf der anderen Seite ist schön. Ne? Und das mache ich total gerne. Wow. Tobias, ich habe hier so viele Fragen. Ich weiß gar nicht. Ich fange mal an. Welche Metapher ist die eindrucksvollste, die dich stets begleitet? Vielleicht ein Zitat, vielleicht irgendeine Geschichte, Lebensmotto? Das war tatsächlich sehr, sehr viele Jahre geklaut von Jim Rohn. Du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und das glaube ich auch. Wenn du dich mit like-minded Menschen umgibst, mit Menschen, die nach Wachstum streben, ist die Chance, dass du das auch machst, sehr hoch. War ich letztes Jahr im Kloster und habe dort einen meiner neuen Lebensmentoren kennengelernt, der mir etwas erzählt hat, was mich noch mehr ergriffen hat. Und das ist die Frage, die uns gestellt wird, wenn wir hier gehen. Und er sagt, du weißt es nicht. Er hat mir das ganz plastisch gesagt. Er hat gesagt, stell dir vor, du bist ein Joghurtbecher. Und der Joghurtbecher hat ein Ablaufdatum. Aber der Joghurtbecher ist sich dessen nicht bewusst, weil der Joghurtbecher ist ein Joghurtbecher. Der weiß das nicht. Wenn Menschen sich ihres Ablaufdatums bewusst wären, würden sie auch noch mehr aus sich herausholen. Oder zumindest den Joghurtbecher bis zum letzten Krümelchen. Kann man auch veganen Joghurt nehmen, ist nur ein Beispiel rausholen. Und dann hat er gesagt, was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn wir hier gehen? Habe ich den angeguckt. Ich sage, Master, that's a big question. Sagt er, ja, it's big, but it's easy. Ich sage, ich glaube nicht, dass es easy ist. Sagt er, doch. Ich glaube, dass wenn wir hier gehen, sagt er, wird dir eine Frage gestellt. Dann habe ich gesagt, was ist diese Frage, Master? Ich sag, muss dir vorstellen, ich kniete vor ihm und habe ihn so angeguckt wie so ein kleiner Junge. Sind wir wieder beim Babylonstrumpf, wo irgendjemand die Welt erklärt. Und er hat gesagt, ich glaube, nach 40 Jahren Meditation und dem Lesen der alten Sanskrit-Schriften, ich glaube, dass die letzte Frage lauten wird, und wie war es im Himmel? Oh, wow. Und darauf kaue ich seit einem Jahr rum. Weil das kann man positiv oder negativ sehen. Wenn ich es positiv sehe, ist dieser Moment zwischen uns gerade mit diesen 613 Menschen das Einzige, was wirklich existiert. Auf der anderen Seite schubst es mich in Richtung bedeutungsvollem Leben. Es schubst mich in Richtung Verantwortung. Ich kann mich nicht mit Netflix berieseln lassen den ganzen Tag, wenn das hier der Himmel ist. Und das hat mich noch viel mehr dazu gebracht, zurückzugeben in Dankbarkeit und Demut. Das ist übrigens ein großes Wort. Demut, Dinge zu tun. Ich habe viel früher aus Ego getan, sehr viel, dessen bin ich mir sehr bewusst. Nur als ich verstanden habe, worum es, oder für mich verstanden habe, ich habe gar nichts verstanden, weil je mehr ich mich beschäftige, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber als ich in die Demut gegangen bin, dass ich das überhaupt tun darf, was ein Wunder. Seitdem kann ich sagen, dass ich erfüllter und glücklicher bin als Mensch. Wow. Du hattest angesprochen, dass du von den Schamanen diese Rolle zugewiesen bekommen hast oder erkannt hast. Was genau bedeutet das für dich? Ja, das war so eine Situation. Du musst dir vorstellen, ich war in einem Raum und das war nach einer Zeremonie, die mich sehr umgehauen hat, weil ich meinen spirituellen Kanal erstmal frei pusten musste. Du kennst meine Geschichte, ich bin eine Zeit in einer Sekte aufgewachsen und habe damals den Glauben an etwas, was höher ist, verloren. Und gleichzeitig war ich immer auf der Suche. Ist ja logisch, wenn ich was rausnehme, ist da ja ein Vakuum, es ist ja Leere da.
Und als ich dann verstanden habe, dass an mich nichts glauben kann, wenn ich an nichts glaube, ziemlich logisch, weil es ist ja alles nur ein Gesetz der Resonanz, habe ich angefangen wieder zu suchen und war dann im Kloster und habe so Rituale gemacht. Und bei einem der Rituale gab es ein Bild, das war, ist vor meinen Augen entstanden. Und das war wirklich eine physische Brücke, wo links war es ganz dunkel und böse und auf der rechten Seite war Regenbogen und schön. Und ich war der auf, in der Mitte. So, das ist in dieser Zeremonie passiert. Aber das Verrückte kommt jetzt. Am nächsten Morgen steht diese Schamanin da, die sonst, die arbeitet mit im Urwald, in, im Norden von Brasilien. Also eine ganz erfahrene Frau, die haben wir einfliegen lassen in die Schweiz. Und dann lagen dort auf dem Boden 100 Karten, schamanische Karten. Ich bin übrigens kein Schaman und ich habe auch keine Ahnung davon. Ich erzähle nur von dem Ritual. Und dann gab es diese Karten, die auf dem Boden liegen. Und da sagt sie, geh halt irgendwo hin und nimm eine. Und dann ist was passiert, Maxi. Da habe ich gedacht, also ich bin doch hier im falschen Film, muss eine versteckte Kamera sein. Dann nehme ich diese Karte und auf der Rückseite dieser Karte, ich kann sie heute Abend posten, ich habe sie in dem Koffer, nur auf dem Koffer steht leider jetzt gerade das Stativ, war eine Brücke mit diesem Bild. Auf der einen Seite dunkel, auf der anderen Seite hell. Dann habe ich zu ihr gesagt, du hast mir das doch irgendwie hier reingibt, du hast mir doch einen Chip eingesetzt, das kann doch gar nicht sein. Und dann hat sie was gesagt, was ich spannend finde. When will you start to trust? When will you, what has to happen so you believe? Wow. Wow. Ich bin ja sehr demütig, was sowas angeht. Ja, und seitdem blase ich halt noch mehr Menschen Konfetti ins Leben. So wie es mir eben geht. Übrigens auch in der Zeit, als jetzt Corona begonnen hat, im März, bin ich ganz ehrlich zu dir, meine Firma ist eine Eventfirma. Wir machen große Veranstaltungen mit vielen Menschen. Und es gab Momente, da habe ich den Glauben total verloren. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass die Arbeit der letzten Jahre für die Katze gewesen ist. Und dann habe ich mich an das erinnert, was der Mönch mir gesagt hat und Geshe Michael Roach und Karmic Management. Du musst jetzt genau das tun, Tobias, was am abwegigsten ist. Und zwar denen helfen, die gerade noch weniger Zuversicht haben als du, weil es geht nicht um dich. Wow. Und dann haben wir diese Life School gegründet, wo wir Jugendliche trainiert haben. Mir war es an dem Tag nicht nach Trainieren, Maxim. Mir ging es rotzeschlecht. Ich habe geheult nachts, weil ich nicht wusste, kann ich meine Mitarbeiter bezahlen? Was mache ich mit 70.000 Tickets? Wie soll das gehen? Aber mich dann wieder auszupellen und zu sagen, es gibt Menschen, die sind jetzt gerade komplett ziellos. Junge Leute zu Hause. Und ich glaube, dass der Grund, dass das jetzt wieder so gut funktioniert, ist diese Entscheidung von damals, weil alles miteinander zusammenhängt. Das wäre jetzt die Kurzfassung. Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.